Hallo und da sind wir wieder bei Staffel 6 in Minecraft. Weiter geht's. Letzte Folge haben wir unsere Speech-Metallage hingebaut. Mitnehmen. Wie heißt die Maschine nochmal, wo ich Obsidian herrscht? Neos Extruder oder so irgendwie. News, so irgendwie. Auf alle Fälle, wir haben unsere Speed-Maschine 32 vierfach automatisiert mit Gates, dass das alles läuft. Funktioniert wunderbar. Gut, in der Folge werden wir dann auch noch was machen, und zwar wir müssen ja die ganze Erze auch irgendwie einschmelzen, beziehungsweise ja, jetzt ist mir gerade wieder was eingefallen. Eigentlich wollte ich da hinten weitermachen, dann wollte ich hier weitermachen, dort weitermachen. Leute, ihr wisst ja nicht. Wenn man 1000 Ecken hat, wo man weitermachen will, das ist gar nicht so einfach. Machen jetzt mal was anderes. Wir organisieren jetzt einen Router von Nectarization Dark. Oh, wir haben einen Dark Iron Ingot. Wow. Kann aber auch nicht sein, oder? Kriegen wir zwei raus. Kann man die auch vermehren? Wird echt keine Lust dazu suchen. Shaping Craft. Ja, aus 1,2 machen passt. Ja, Schnauze da hinten. Aber normal müsste ich ja mehr Dark Iron Ingot haben müssen. Das Ganze hin. Das, Leute, verstehe ich jetzt auch nicht. Ich bin mir eigentlich mehr als wir sehr sicher, dass ich mehr hatte. Mal hier unten gucken, ob wir hier irgendwas finden in der Kiste. Dark. Nee. Okay, dann. Gehen wir mal dorthin und schauen mal hier in unsere Kiste rein, ob da jemand was rausgeklaut hat oder nicht. Irgendwie ist das komisch, oder Leute? Was sagt ihr dazu? Dark, haben wir nichts. Das kann ja nicht sein, dass das einzige Dark Iron Ingot ist, was ich habe. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Jetzt baue ich mal den Miner. Ah, den habe ich drüben. Jetzt baue ich den mal wieder auf. Das ist wieder halt eine Folge, wo ich mir denke, ah, so was Sinnloses, ey. Rumärgern da, weil wieder irgendwas nicht klappt oder so. Es kann ja nicht sein, ich habe schon so viel gemeint und noch keinen Dark Iron Ingot gefunden. Ist da viel drin? Nee, das kann man aufsammeln. So, dann stellen wir den hier hin, dann wird er connected, genau. Dann config delete new filter item stack dark iron ingot 32075, das passt. Oh, da findet er 36. Komische Sache ist das, ehrlich. Na egal, jetzt haben wir es auf alle Fälle. Kann man gleich mal durch unsere Speedanlage hier durchlassen. Zack, zack, zack. Oh. Warte mal. Ah, hier, Dark Iron Ingot. Tja, das ist halt natürlich ein Nachteil, wenn man das schon durchlässt, gell? Zack, 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 zack. Und weg ist es gleich. Da muss man natürlich dann auch wieder rausnehmen, was? 32. So, ein paar nehmen wir raus. Die lassen wir durchschmelzen. Und zwar, hier, zack, blablab. Aha, hier muss noch Energie, Flammenenergie drin. 4, das heißt, ich brauche unbedingt noch Energie. Energy, keine Ahnung, wie sie heißen. Upgrades, so, dann hier. Nee, die sind ja hier drin, hier.
von Water Request, ob die funktionieren. Eye of Ender. Und eigentlich mehr brauche ich. Ah ja, genau. Mal gucken, ob die funktionieren. Ich hoffe. Nein. Dark Iron Ingot for Water Request funktioniert anscheinend nicht. So, wie konvertiere ich jetzt die ganzen zum anderen? Das ist natürlich jetzt die Frage, gell? Ach, einfach in Shape, einfach reinlegen. Leute, das geht so einfach was. Jetzt geht's. Ein Router. Speed Upgrades werden wir, ich glaube, nicht zusammenbekommen. Naja, wäre fast möglich, wenn ich eine Torte hätte. Und die Torte brauche ich Milch. Mich habe ich jetzt keine. Ich hätte theoretisch, ich weiß, draußen haben wir eine Kiste. Aber nee. Kiste. Das hier. Das. Was ich noch brauche ist. Ein Dolly noch. Er schnauzt. Kein Eis mehr. Warum ich eigentlich immer in diesen falschen Tee wieder reingreife? So. Dann immer zweimal Dolly, damit wir die ganzen Hopper hier wegkriegen. So, zack. Kann ich dann die Tür auch aufheben? Nee. Hier die Anlage, das passt. Die ganzen Hopper gehören theoretisch eins zurück. Das heißt, eigentlich müsste dann hier alles weg. So, so, so. Zack, zack und zack. Dann. So, na, raus hier. Mami. Oh, jetzt haben wir es halt bald. Müsste ich den da nehmen und alles zurückpacken. Das müsste eigentlich so bald eigentlich gut klappen. Ein Lehrer noch. Das mit dem Zurückstellen. Ja, gute Idee ist es ja wohl, aber ich dachte mir, dass ich dadurch mehr Platz kriege. Aber eigentlich kriege ich ja gar keinen Platz. Oder theoretisch kriege ich ja keinen Platz mehr. Es bleibt ja die gleiche Anzahl. Das Einzige, es schaut ein bisschen besser aus, wenn wir hier vorne nicht so drüber stehen. Und hier die Kante auch. Dann. Wo ist der hin? Was auch kann. Dann müsste ich theoretisch. Theoretisch, ich sage immer theoretisch. Das ist immer mein Wort. Den könnte ich eigentlich hier hinstellen und sagen into top insert, ja. Das heißt, wenn ich hier jetzt dann 13 Stück durchlasse, verschwinden die und der sortiert sich hier ein, genau, und fertig. So einfach geht das, Leute, seht ihr das? Das ist ziemlich einfach mit diesem Router. Der sortiert das dann automatisch hier ein. Da wenn man dann noch Speed-Upgrades reinmachen. Dann braucht man hier hinten keine Pipes. Der erkennt automatisch die ganzen Inventare, die connecten. Und sortiert das dann ins Richtige rein. Hier sagen wir auf der Oberseite. Soll er rein sortieren. Was haben wir hier? Goldchesten. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Coole Sache, finde ich. Das finde ich jetzt genial. Das haben echt eine ultimative Anlage hier, zack. Alles wird automatisch. Ja. Automatisch einsortiert. Hier oben die Items 65, 68, 70. Der braucht halt ein bisschen länger, aber okay. Er funktioniert, das ist das Wichtigste. Und jetzt müssen wir hier noch schauen, wie wir hier Input kriegen. Weil Output kriegen wir ja hier nicht weg. Ja, wir kriegen schon weg, aber das. Ne, machen wir nicht. Wir werden jetzt gucken, dass wir hier mal ein Steinchen reinmachen. So, merken wir uns genau auf der Kante hier. Können wir nach unten zu unseren. Ja, nehmen wir es mal Wartungsschacht. Genau hier. Ja. Dann 9 Minuten. Das geht sich aus. Ich möchte von hier
Ja, von wo hier ist die Frage? Von hier, hier, hier. Hier wollen wir das machen. Hier nach unten. Eins. Auf welcher Ebene sind wir denn da? Ich möchte hier dran noch eine Item-Linie bauen. Die Bombe hier dran gleich. Okay, hier haben wir unseren Heat-Generator und den ganzen Schotter hier. Zack, das weg, das weg, das. Hier können wir eigentlich die ganze Lava schon wieder dicht machen. So, und so, dann ist er dicht. Dann will ich hier den Anschluss machen. Zack, zack. Nur gucken, wo da rein. Hier und da war mir genau eins daneben, also hier. So, da müssen wir dann aufschütten, dass wir die Höhe erreichen. So. Hier kommt alles weg. Da machen wir dann auch schön Förderbänder hin. Mach ich ihn das jetzt am besten hier. Blöd. Blöderweise. Denn ich will ja hier eigentlich seitlich auch alles. Ach nee. Ist egal. Der Boden ist eigentlich auch egal. Den sieht auch keiner. Also hätte ich das eigentlich lassen können, oder? Ich bin auch ein dummer Junge. Naja, so jung bin ich auch nicht mehr, aber dumm bin ich dennoch. So. Jetzt werde ich hier dann trotzdem aufschütten eine Reihe, damit das ein bisschen besser hinkommt hier. Dann haben wir hier mal die. Wow, nicht mehr angekommen. Sind alle Bäume gleich weg. So, du noch weg. Der Murdoch muss auch noch weg hier. So. Können wir hier ein bisschen wieder anschütten noch. Eine Reihe geht noch. So. Schaut das nicht so schlecht aus, wenn hier Glas drin ist. Hier unten fehlt noch. Zack. Dann brauchen wir diese Förderbänder, die heißen. Ja, wie heißen denn die? Gute Frage. Belt oder so irgendwie? Nee. Doch, Belt. Aber da muss ich gucken, aber ich sehe ja noch welche in irgendeiner Kiste rum. Liegen, denn ich glaube, da hatte ich mehr. Es sei denn, ich hatte ja hier schaut. Da brauche ich gar nicht weiterreden, oder? Schon alles. Gar nicht weiterreden, einfach mal. So, dann hier. Das muss einfach hier drauf landen, dann geht das schon so. Du hier. Ui, so. Zack. Uah, zum Glück habe ich jetzt Jetpack. Jetzt komme ich immer weg. Aber auch nur glauben, oder? So und so. Dann kommt hier der Stein und darunter dieser Stein. Und hier kommt dann wieder schön Glas rundherum, damit man das nicht sieht. Hier auch Glas. Also Glas und Covers. Glas und Cover. Ich glaube, Glas Cover müsste ich auch haben. Okay, anscheinend nicht. Dann machen wir einfach Sorbe. Ich werde wahrscheinlich sicher am Glascover. Nur werden die wahrscheinlich wieder in der Kiste liegen. Das ist halt so. Ich habe früher immer alles in Kisten verstaut, deswegen. So, dann kann man hier hingehen und zum Beispiel irgendwas durchschmitzen lassen, was ich nicht habe. Eisen hatten wir Mangel. Machen wir zwei Stacks. Hauen wir da rein. Eins, zwei. Dann werden die auch hier entlang transportiert, wie man sieht. Hier entlang. So. Landen hier auf der Förderbahn und gehen ganz normal den altbewährten Weg. Ein der, was jetzt noch cool wäre, ist. Da müssen wir uns dann noch Gedanken machen. Wie wir das handhaben. Da werden wir einfach. Ja. Machen wir schnell noch. Schnell noch mal. Das brauchen wir dann später sowieso. Zweimal Ender Chest.
1, 2, dann 2 Diamanten. So, zack, zack. Zack und zack, dann sind sie privatisiert. Abgebaut. Abgebaut. Hier geguckt. Wir auch abgebaut. Ui. Hier hingestellt und dann machen wir dann eine Farbe drauf. Gelb am besten in der Mitte. In der Mitte gelb. Zack, die Items landen dann alle hier. So. Und dann machen wir drüben auch eine Ender-Chest. Dann kann ich sozusagen ja immer drauf zugreifen. Wobei ich ja eigentlich das eh nicht brauche, aber okay. Ah ne, hier darf ich nicht, weil sonst sortiert er das ein. Was sollte eigentlich hier daneben hin? So. Die geht ja trotzdem auf, passt. Gelb vergessen. Zack. So. Genau, und jetzt sind die Items hier, die ich gerade reingeworfen habe. So, die kann ich da rausnehmen, falls ich sie hier brauche zum Arbeiten. Hier reinwerfen, drüben rausnehmen. Da können wir jetzt gleich dann noch zweimal Gold reinwerfen. Soll ich die auch machen? Was brauchen wir denn noch? Netherquarzflakes, ja, da können wir auch ein Stack durchlassen. Osmium können wir noch ein Stack durchlassen. Das haben wir einfach da rein und der macht das schön hier. Wunderbar. Gut, dann war's das für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst Like, Abo da. Teilt das Video, damit mehr Leute sehen. Je mehr Leute, desto besser. Ey. Auf Facebook stellt einfach einen Link rein und lasst eure Freunde auch das Video anschauen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Kurzer Anmerker. Ich habe hier den Charakter ein bisschen umgebaut und zwar habe ich da dieses H. Keine Ahnung, wie man das ausspricht, da Gelit irgendwas da reingebaut. Die Flüssigkeit, da braucht man ziemlich viel, habe ich dann leider gemerkt, aber okay. Dies, das macht man ganz einfach im Magma-Kurshebel, diesen Dust rein, diesen Dust kriegt man aus der Beta, Schneeball, Blitzpowder. Blitzpowder hatte ich nicht, könnte man machen. Aber man kann einfach Redstone über einen Schneeball, dann bekommt man auch dieses Blitzball raus. So habe ich das hergestellt. Gut, das war's dann und ciao Leute, bis zum nächsten Mal.